Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Stellaris. Mir ist ein bisschen jetzt am Wochenende schön das Super-GAU passiert. Und mein PC hat nicht mehr gebootet und naja, alles selbstverständlich überprüft, wie man das so macht. Und dann war er in dieser Autoreparaturschleife gefangen und ja, Moral von der Geschichte, es hat nichts funktioniert. Ich musste tatsächlich alles nochmal neu aufsetzen. Ja, deswegen. Jetzt müssen wir mal gucken, wäre es möglich, dass die eine oder andere Einstellung jetzt nicht passt. Das stört nicht. Wenn euch was auffällt, sagt Bescheid. Ich muss es halt wieder entsprechend anpassen. Nichts, was wir nicht hinkriegen könnten. Und genau. Ich möchte euch noch ganz dringend vor was warnen. Ich muss euch vor etwas warnen. Und zwar, oh mein Gott, Leute. Vor dem Microsoft Store mal wieder. Das ist ein abartiges Machwerk. Immer schon gewesen. Ich hatte nur mein Leben lang immer nur Probleme mit dem Microsoft Store. Immer nur. Ja, weil es ist richtig dermaßen brutal mies. Ja, und jetzt der neueste Pfusch ist, dass ich die neue App gar nicht. Also die App gar nicht mehr hier runterladen kann. Richtig cool. Was ist das jetzt hier von Forschungsschiff? Da ein Forschungsschiff. Wir haben doch ein Forschungsschiff. Wir hatten doch ein Hirn von dem. Wir haben kein Forschungsschiff. Ah, wir haben kein Forschungsschiff, Leute. Wir haben ja kein Forschungsschiff, okay. Forschungsschiff haben wir eins in der Nähe. Wir hätten dich hier. Na gut. Ah. In 18 Tagen trifft er bei den abscheulichen Orinti ein. Ja, okay, gut, dann ist das halt so. Hier, die Geschichte geht noch wie lange? Trümmer, Forschungsteuer, dauert 90 Tage. Okay. Alles gut, soweit. So, wir möchten ein bisschen nochmal unsere Planeten angucken. Ein bisschen upgraden, wo wir upgraden können und dann tatsächlich auch. Ja, vielleicht anfangen, unsere Planeten komplett zu spezialisieren. Jetzt möchte ich mal kurz gucken. Wir haben zum Beispiel Eltio Prime. Nein, nicht Eltio Prime. Hier, Eltio Secundus, eine Gießereiwelt ist das. Das ist eine Gießereiwelt, genau. Und da möchten wir dann auch natürlich gießen. Aber wir haben noch genug verfügbare Jobs. Wir haben mehr Jobs als Wohnungen momentan. Das heißt, das Einzige, was wir bräuchten, wäre... Da haben wir auch noch Kriegsrecht, das brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen hier kein Kriegsrecht mehr. Ja, da haben wir auch noch die Ressourcen von Jobs um 33% reduziert und Bewohnerwachstum auch reduziert jetzt. Jetzt wird das hier ein bisschen besser werden. Gucken wir mal. Ja, das ist auch keine große Station, die wir hier haben. Keine große feindliche Flotte, meine ich. Also wir bauen ein paar. Ja. Zerstöre, das reicht schon. Ich glaube, das reicht schon. Ja. Ja. Alles machbar. Und er ist ja eh schon auf dem Weg, also von daher. Das passt schon. Unser Problem momentan ist die Flottenkapazität und die werden wir wieder mal senken, dann indem wir hier Bollwerke bauen, die nämlich auch die Flottenkapazität erhöhen. Ja. Einfach, dass wir da ein bisschen wieder auf einer ganz guten Seite stehen, ja, und wir streuen das auch ein bisschen. Wir bauen hier ein Bollwerk und danach ein Stadtdistrikt, das ist alles gut. Hier auch. Ein paar Bollwerke wollen wir schon haben. Perfekt. Da können wir jetzt das berühmte Betarian-Kraftwerk bauen. Okay, und es produziert einfach nur... Das hat keine Kosten. Selbstverständlich bauen wir Betarian-Kraftwerk, da wo wir es können. Oh, und hier fehlen uns Wohnungen. Dann bauen wir doch Wohnungen. Ja, der Wohnungsbau... Eine wichtige Geschichte, so. Okay. Ach, Leute. So. Unser Krieg hier unten.
Unser Krieg findet hier unten statt und wir möchten schauen, wohin dieses Wurmloch führt. Und deswegen springen wir jetzt direkt da hier hinüber. Marsch aber auch weit. Müssen wir da so weit? Ja, müssen wir wohl. Wisst ihr was? Dann fliegen wir mal hier rüber und der andere fliegt dorthin. Das passt. Okay, Orinthi gefangen. Diese kleinen, nagetierähnlichen Kreaturen werden Orinthi genannt. Sie sind auf Ichion Prime einheimisch, wo sich ihr Habitat über die meisten der vielfältigen Klimaregionen des Mondes erstreckt. Sie vermehren sich extrem schnell und scheinen es besonders zu lieben, an Elektrokabeln zu nagen. Die Beschaffung von Exemplaren stellte sich unproblematisch dar. Nachdem die ersten Kreaturen gesammelt worden waren, gelangten sogar noch weitere auf die ISS-Druckel, indem sie sich in die Orbital-Shuttles des Forschungsschiffes schlichen. Warum genau das Museum für Exobiologie Orinthi-Exemplare angefordert hat, bleibt ein Rätsel. Und einen ganzen Haufen Sozialforschung. Oh Gott. Ich liebe es. Ich liebe Sozialforschung. Ja. Ich liebe Sozialforschung. Das schauen wir uns hier gleich an. Moment, hier haben wir ein Problem mit Blockern. Da graden wir ab. Und hier haben wir, doch, wir haben Klontanks. Und auch Lebensmittel. Ja, es läuft hier eigentlich alles ganz ordentlich. Und da haben wir auch richtig schönes Subraumkraftwerk. Wie wir aber sehen können. Ja, wir produzieren nicht allzu viel. Wir haben aber auch das Energienexus. Das ist eigentlich auch nicht verkehrt. Dann würde ich aber hier trotzdem sagen, dass wir hier vielleicht nochmal ein erweitertes Kraftwerk bauen. So, okay. Bergbau. Ah! Und wir probieren den Knopf, den wir im Entwicklertagebuch 235 besprochen haben. Den schauen wir uns gleich an. Nur ich habe das Gefühl, wenn ich den benutze, dann werden meine ganzen Flotten zusammenkrachen. Deswegen müssen wir mal ein bisschen gucken. Also, dass alle Richtungen sich ändern werden der Flotten. Deswegen mal mit Vorsicht einfach mal ausprobieren. Erstmal. Tief in einer Felsspalte auf dem gigantischen Asteroiden HLQ38 haben wir etwas Erstaunliches gefunden. Am Fels arbeitet eine Bergbaumaschine, die sich in die schier unendliche Tiefe des Asteroiden klebt. Die Maschine steht verlassen da und es gibt keine Anzeichen darauf, wer sie dort platziert haben könnte. Wenn wir die Maschine aufhalten können, wäre es uns vielleicht möglich, etwas über Technologie herauszufinden. Dazu müssen wir uns aber beeilen, bevor sie von herabfallenden Trümmern zerschmettert wird. Ausschlachten? Nein, versucht. Versucht die Maschine aufzuhalten. Sonst brauchen wir. Moment. Ah, Amokbohrung verfügbar. Braucht ein Konstruktionsschiff. Und das hier ist Limbo, zweite Chance, wo ich ein bisschen Schiss noch habe. Wir könnten eine uralte und längst ausgestorbene Alien-Spezies wieder zum Leben erwecken. Das machen wir. Okay, und da gehen wir jetzt mal hier hin, zentrieren. Na komm, spring mal darüber. Spring mal. Mach dann. Ist egal jetzt. Spielt keine Rolle. Alles gut. So, wir brauchen auf jeden Fall hier. Moment. Hier brauchen wir nicht so viele Forschungsschiffe. Das hat jetzt hier auch nichts mehr zu tun, das Forschungsschiff. Das heißt, wir springen hier hin. Wie lange braucht er? Oh mein Gott. Limbo Erweckung. Nach vielen Versuchen hat es das Technikministerium endlich geschafft. Die Neuralscans der ausgestorbenen Aliens in robotische Körper zu transferieren. Und diese hier. Puh. Und zwar mit begeisternden Resultaten. Die uralten Aliens haben ihr vollständiges Bewusstsein wiedererlangt und den Wunsch geäußert, auf sich alleine gestellt, den Wiederaufbau ihres Reichs anzugehen. Wir werden uns ihnen nicht in den Weg stellen. Bin ich ja mal gespannt. Okay, und was ist abgelaufen? Recycling und Bildung? Okay. Machen wir beides wieder. Limbo, die er weg. Wir erhalten Berichte, dass die Aliens, deren Bewusstsein wir in robotische Körper übertragen haben, einen Planet kolonisiert haben und sich selbst jetzt die Erweckten nennen. Die Awoken, die Erweckten. So weit weg schon. Von uns, okay, gut. Gut. Na, hat so ein bisschen Probleme. Antares 3. Die Awoken. Die würde ich mal ganz gern angucken wollen. Da sind sie.
Jawohl, Freunde, seid gegrüßt. Wie laufen eure Forschungen? Herzlich. Robotisch. Dann werden wir mal eine Botschaft etablieren. Machen wir. Das finden die auch ganz gut. Und einen Wirtschaftspakt können wir noch nicht. Und wir haben gerade keinen Gesandten übrig. Okay. Aber das wäre mal ein Thema, was wir machen könnten. Ja, ja, machen wir. Okay. Und sie sind der galaktischen Gemeinschaft beigetreten. Die haben wir geschaffen. Wir haben die Erwachten. Die Erwachten haben wir geschaffen. Voll gut. So. Oh, Atarne Dreck ist auch ein Planet, den die hier haben und den wir aber eigentlich haben sollten. Wo ist unsere Invasionsflotte? Haben wir hier gar keine? Wir haben doch bestimmt. Hier oben haben wir eine. Na wunderbar. Wie lange? 894 Tage geht sogar noch. Okay. Gut, und hier ist ja auch kein Kampf. Mal wieder, Leute, kein Kampf, aber. Tja. Nur, dass wir das hier nicht für uns holen, sondern wir holen es für die League of Chibasa zurück, quasi. Da müssten die aber auch mal gut auf uns zu sprechen sein, oder? Schauen wir uns gleich an. League of Chibasa, erbärmlich. Ja, Stella Entente, die sind bei uns mit dabei. Freundlich, ehrenvolle Krieger. Was? Forschung ist ebenbürtig? Echt? Naja, okay. Verzeihung. So. Forschungsnexus abgeschlossen. Angucken. Heute feiern wir die große Eröffnung des Forschungsnexus. Ha! Dank seiner hochmodernen. Wir gucken hier oben gleich. Geil. Hochmodernen Forschungseinrichtungen und innovativen Technologien werden wir keine Schwierigkeiten damit haben, die klügsten Köpfe des ganzen Reichs zu bekommen oder sogar des Universums, sollte uns das belieben. Mit diesem Erfolg erbricht eine neue Ära der Erleuchtung. Ein großer Tag für unsere Spezies. Oh yes. Hammer. Ah, geil. Okay. Gut, was natürlich aber auch bedeutet, dass wir gut ausgerüstet sein müssen. Orbital-Dynamo, Bergbaubruch, Weltraumhandelsunternehmen. Dann ist die Frage, ob wir vielleicht sagen, dass wir hier vielleicht den Verteidigungsnetz bauen. Weiß ich nicht so genau. Machen lieber mal die erweiterten Trockendocks, dann gucken wir mal weiter. Da halte ich jetzt die erweiterten Trockendocks für wichtig. Okay, gut, hier ist der Kampf schon zu Ende, bevor er überhaupt angefangen hat. Oh ja, Leute. Bam. Ja, Leute, können wir jetzt nicht mal hier uns unterhalten, dass wir vielleicht mal über Frieden reden möchten? Hm? Kriegt man das nicht hin? Nur der Anführer kann die Föderationsflotte bauen. Ist eigentlich voll blöd, oder? Jeder soll es bauen können, das möchte ich ganz gerne. Leute, jeder soll es bauen können. Und da gibt es auch eine Archäologiestätte. Da haben wir hier ein schwarzes Loch, okay. Sind hier irgendwo noch die Bösen, oder? Ach doch, das hier ist noch Paschati Absorber. Das ist halt schwierig, wenn die alle gleich aussehen. Und das ist auch Paschati Absorber. Dann gehen wir mal so, fliegen so den Kreis hier quasi. Okay, jetzt mal gucken. Spezialprojekt. Abgeschlossen. Wir konnten die Bergbaumaschine aufhalten, bevor sie zerstört wurde. Leider ähnelt sie unseren eigenen Maschinen so sehr, dass wir eigentlich nichts von ihr lernen können. Aber ihre Grabarbeiten im Felsen erleichtern uns die Suche nach wertvollen Mineralien. Okay, plus 3. Na ja, gut.
Immerhin, Leute, immerhin. Jetzt gucken wir mal. Schicken wir mal jetzt die ein oder anderen Flotten hin. Wir müssen jetzt ein bisschen groß denken. Was ist jetzt hier? Senatspause. Dringlichkeitsmaßnahme. Alles schön und gut. Wir gehen mal. Moment. Wir gehen mal hier runter. Der Feind meines Feindes. Verehrfurcht vor dem Leben. Trost der Gefallenen. 5 Jahrespläne. Ratsgröße ändern. Fremdfinanzierte Freibeutel, ist irgendwie nichts dabei, oder? Aufhebung der Umweltverordnung, Arbeitnehmerrechte. Der Feind meines Feindes. So, stopp, was haben wir? Verwaltungsgebiet plus 15, das war gut. Das haben wir schon mal gemacht. Jetzt interstellare Versammlung, da wird es halt interessant, gell? Genau, interstellare Versammlung, Megastruktur. Sollen wir die machen? Die interstellare Versammlung finde ich gut. Die zusätzliche Sternbasis ist auch nicht verkehrt, Leute. Wir machen die interstellare Versammlung und würden dann sogar mal hier anfangen. Mit dem nächsten. Dings, was ist denn das strategische Koordinationszentrum? Ich sehe das hier gar nicht so genau. Was ist das, Leute? Ha? Boah, können wir sogar 2 Megawerften bauen? Hör auf. Echt? Wachmatrix ist natürlich auch gut, aber das... Wir machen mal das strategische Koordinationszentrum. Ich wüsste jetzt nicht genau. So, okay. Und Play. Also haben wir. Jetzt haben wir. Moment. Exotische Gase. Auf seltene Kristalle haben wir jetzt ein Defizit bekommen. Ordentliches Defizit. Eieieiei. Aber wir haben noch ein bisschen was in petto. Von was haben wir denn? Exotische Gase. Können wir auch noch mehr verkaufen? Das ist alles in Ordnung. Ja, aber seltene Kristalle sollten wir schon kaufen. So, okay. Jetzt ist die Frage, dann wo wir unsere Forschungsstation hinbauen. Das müssen wir uns überlegen. Hier auf Rasterbahn. Wird die Schiffswerft gebaut, dauert noch eine Weile. Und wir können sogar schon Schiffe bauen. Oh mein Gott, Effekt, Baugeschwindigkeit plus 33% mein Leben. Brutal. So, wir können verkaufen. Kristalle? Ja gut, aber Credits, aber das passt schon. Das würde jetzt alles, das wäre jetzt alles gut. Trümmern Poppen haben wir, also jetzt befestigte Ambitionen. Aber das runterziehen können wir nicht, gell? Also, befestigte Grenzen. Ja, mit den Sternbasen machen wir, das ist gut. Wissenschaftliche Revolution brauchen wir. Unbedingt. Der Wille zur Macht mit dem zusätzlichen Einfluss, den nehmen wir mal mit dazu. Ja, jetzt hier exotische Gase als Schildverstärker machen wir, als Treibstoff machen wir. Und hier fokussierende Kristalle. Ja, wir machen mal eine ganze Menge jetzt hier an. Das ist in Ordnung. So, eine unserer Flotten ist im Kampf. Was für ein Kampf mal wieder soll das sein, man weiß es nicht. Es ist halt einfach wirklich so geschickt mit diesem L-Cluster, es ist unfassbar geschickt. Jetzt stopp. Halt. Wir wollten doch was ganz anderes wissen. Wir wollten nicht L-Tor wissen. Moment, wir wollten doch... Leute, wo sind unsere Flotten und wo ist unser Forschungsschiff? Ist das hier oben? Genau, unerforschtes Wurmloch, das möchten wir uns angucken.
Das möchten wir uns sogar unbedingt angucken. Der Kunde. Aber es kann halt echt böse werden. Leute, es kann richtig, richtig böse werden. Okay. Ne, ich muss euch auch immer ein bisschen nebenher hier andere Bildschirme angucken, weil Audacity sieht jetzt bei mir anders aus. Es wird wieder die neue Version sein, die ich jetzt endlich mal drauf habe. Und ja, Moment, Baukosten. Wir hätten zweimal Gesinnungsattraktivität oder wir hätten Mineralien oder wir hätten hier die Baukosten von Schiffen. Ja, wir machen tatsächlich ihn hier. Gut, was haben wir hier gebaut? Und da, Dachus. Da haben wir die geschrieben. Jetzt kommt das strategische Koordinationszentrum, sehr gut. Und ich glaube, wir können aber sogar noch ein zweites dann bauen. Ja, bau mal ein zweites, das passt schon. Leute, es wird halt gut. Wir sind die dominierende Macht mal wieder. Hier im Zentrum und wir sind fast die Stärksten schon. Oh mein Gott. Wir sind fast die Stärksten schon. Da gucken wir gleich. Vermesser aktiviert. Wir haben einen Arbeitslosen. Was? Arbeiter wahrscheinlich. Ja. Einen Arbeitslosen Arbeiter. Jetzt haben wir aber hier oben Energy Credits ein bisschen Sorgen. Da haben wir jetzt tatsächlich ein bisschen Sorgen. Dann entfernen wir hier mal einen Blocker. Machen noch ein erweitertes Kraftwerk drauf. Na, hier ist gar nicht so wichtig. Könnte ich auch upgraden. Da haben wir jetzt halt auch richtig schön Distrikte gebaut. Und wir haben halt auch viele verfügbare Jobs. Und hier haben wir jetzt keine verfügbaren Jobs. Ja, wir müssen ja ein bisschen in die Richtung jetzt hier gehen. So, Vermesser aktiviert. Wir haben unseren Teil des Weltraums mit dem starken Abtaststrahl des Vermesserrelikts abgetastet und bei PTRE193 neues Ressourcenvorkommen identifiziert. Sauber. So, unsere Flotte. Oh, gut. Unsere kleine Flotte kämpft wieder im richtigen Kampf. Aber ich liebe das, wenn der das sagt, Skywatch is tracking. Und wenn die das sagt, Skywatch is tracking a new enemy fleet. Oh ja. So, jetzt haben wir hier arbeitslosen Arbeiter. Ja, wir müssen tatsächlich ein bisschen in den Generator gehen und auch mal, wenn wir das denn können, Richtung Dyson-Sphäre. Oh mein Gott, schau dir mal das an. In Richtung Dyson-Sphäre uns bewegen. Alles Landwirtschaftskomplexe, aber haben wir für die Landwirtschaft fehlt uns da nicht noch was? Hier die Nahrungsverarbeitungsanlagen, gell? Die sollten wir mal dahin auch bauen, okay. Und hier auf Ijax ist dasselbe, da haben wir auch einen arbeitslosen Arbeiter. Machen wir mal einen Generator-Distrikt, weil da können die halt immer ganz gut sich austoben, die Arbeiter, das stört da auch keinen. Okay, Terminal Ingress. Der repariert doch mal selbstverständlich, oder? Muss man halt immer mal denen noch wieder zusagen, dass er das bitte macht. Jetzt hat das keine. Ah, doch, das kriegen wir hin. Ah, da kriegen wir es aber nicht mehr hin. Dann bleibt man bei Tadaska.
Gut. Energy Credits von Job ist um 5% erhöht. Ist richtig klasse. Ich würde sogar nochmal sagen, dass wir es nochmal erhöhen. Ah, und da gehen wir direkt ins Sifflif-System rüber. Okay. Ja, cool. Mega-Schiffswerft-Kern. Der Kern der Mega-Schiffswerft wurde an seinem Platz montiert. Alles, was noch übrig bleibt, ist Liegeplätze für den Schiffsbau hinzuzufügen. Dann gucken wir die doch mal ein bisschen an. Mega-Schiffswerft. Oh ja. Das machen wir auch. Wow. Baugeschwindigkeit der Schiffe um 67% erhöht. Junge. Da werden wir halt so abartig rauspumpen, die Schiffe. Das gibt's ja gar nicht. Tja, Leute, aber das ist halt unser Job. Schiffe rauszupumpen. So, jetzt gucken wir mal, wie wir hier vorgehen möchten. Vielleicht darüber. Das wäre gar nicht verkehrt. So. Ach, Schadenträgergeschwader. Alles gut. Das ist ja Schadenplattform. Schadenexplosivwaffen. Ja, dann würde ich doch sagen, dass wir vielleicht sagen, komm, wir machen den Schadenträgergeschwader, weil 10% ist halt nochmal eine ziemliche Hausnummer. Und das lassen wir uns nicht nehmen. Der kommt da runter, das passt alles ganz gut. Hier State of Mankala, da haben wir auch Anspruch, oder? Ja, haben wir. Okay, jedenfalls, ich wäre dafür, dass wir den Krieg mal langsam aber sicher beenden, oder? Was müssen wir so weit zurück? Nur zum Reparieren. Reparieren können wir aber hier, oder? Ja. Okay, wir haben zu viele Konsumgüter. Gibt's das denn? Leute, wir haben zu viele Konsumgüter. Dann verkaufen wir doch ein paar Konsumgüter. Okay. Ja. Leute, alles in allem, also was soll man sagen? Es wird halt, wie es wird. Und trotzdem, mir fehlt noch hier drüben irgendwo. Ah, die kommen nämlich jetzt langsam an. In Akana. Genau, da haben die nämlich auch den Planeten Taralon. Bevölkerung, die Armee mäßig. 968, ja, das ist jetzt aber auch nicht gerade schwach. Die sind viel stärker als wir, da können wir nichts unternehmen dagegen. Wie sieht es dort aus? Da sieht es gut aus. Okay. Ist ja witzig. Ist ja witzig, aber da können wir nichts dagegen tun dort. Okay, hier passt schon alles feindliches Gebiet. Warum können wir das nicht? Alle fehlen uns. Flüchtige Teilchen haben wir ein Problem. Okay. Oh, und wir haben nur noch 19 flüchtigen Teilchen. Echt jetzt? Komm. Kaufen wir mal ein bisschen. Und seltene Kristalle sorgen uns auch. So, okay. Schaut euch das an. Alles rot hier. Alles rot. Ja, und wir vereinigen uns hier an der Stelle. Das ist alles sinnvoll. Gucken wir mal. Kandauri hätten wir natürlich gerne. Messerteam. Wir selbstverständlich auch gerne. Was haben die da von der Megastruktur?
zerstörte Megastruktur. Gut, die kann man ja vielleicht reparieren wieder. Oh Gott, Leute. Wir gehen in Megastrukturen hier auf, dann. Verrückt wird das, Leute. Verrückt. Gut, die sind ja alle am Fliegen. Das ist gut. Interstellare Versammlung. Okay. Dann machen wir doch jetzt mal die Megakunsteinrichtung. Ah ja, klar. Hier die nicht vorhandene Armee besiegen. Mhm. Genau. Jetzt nur der Kampf gegen die Stellar Entente ist nicht so einfach, wie man das vielleicht glauben könnte. Was? Kolonie verloren. Wir haben die Kontrolle über die Alterneck. Was? Da sind wir doch gerade, oder? Da kommt die League of Chibas an, ich verstehe. Ja gut, was heißt bedauerlich? Leute, dann ist ja jetzt gar nicht mal so sehr bedauerlich. Dann ist ja quasi in unserer eigenen Konföderation geblieben, oder? Dann ist ja wieder okay eigentlich. Keine verfügbaren Jobs. Arbeiterplatz. Frei, okay. Alles machbar, alles gut. So. Nee, ich irgendwie, keine Ahnung, mir gefällt der Krieg nicht so richtig gut. Ich hätte gern den Krieg. Ah nee, 96% geht doch. Enigmatic Fortress, okay. Howling Vortex. Dann würden wir jetzt einfach mal testen. Wir machen einfach mal einen Test. Und sagen, komm. Boah, die baut es halt alle gleichzeitig, gell? Schaut euch das an. Und die baut es auch noch alle gleichzeitig mit, um Gottes Willen, ey. Leute, wie brutal wird das denn? Gut, jetzt haben wir hier auf jeden Fall den Howling Vortex. Ah, das gehört uns auch noch nicht. Der Howling Vortex gehört uns noch nicht. Ja, wundervoll. Na komm. Flieg mal zurück. Das passt schon. Flieg mal. Flieg einfach zurück. Das ist in Ordnung. So, Unterlichtgeschwindigkeit. Ja, Unterlichtgeschwindigkeit plus 25% ist halt gut. Das machen wir. Ja. Oh. Es gibt nichts Wichtigeres als Geschwindigkeit. Das ist immer das A und O. Admiral erlangt Eigenschaft. Das ist in Ordnung. Ja, nee, flieg mal dann lieber da runter. Ja. Nach Vanna. Also Erasmadon. Nee. Hatnok ist wichtig. Hokri und Gorim. Und dann hat man diesen ganzen Cluster quasi unter eigener Kontrolle. Mhm.
Das brauchen wir schon. Gut, und ich finde es halt auch echt spannend hier unten. Da haben jetzt die Awoken tatsächlich. Ja, haben jetzt ihr eigenes Reich. Ist doch geil, oder? Okay, Megastruktur gebaut. Hallo. Und die mal an. Strategisches Koordinationszentrum, Effekt. Effekt plus 67%, okay. Der Kern der Mega-Schiffswerft enthält einen Großteil der Infrastruktur, der erforderlich ist. Was? Um die enormen Mengen an Material zu transportieren, zu verarbeiten. Die zur Versorgung aller. Wie Mega-Schiffswerft? Das ist doch ein strategisches Koordinationszentrum, oder? Irre ich mich? Ah, okay, so, jetzt, okay. Der gepanzerte Rumpf des Koordinationszentrums beherbergt die Spitze unseres militärischen Kommandos, das sich in dieser hochmodernen Einrichtung der Strategie und Planung widmet. Gut, keine, Leute, sorry, es tut mir leid, keine Ahnung, was das jetzt hier genau macht, aber gut. So, jetzt stopp, wir bauen die nächste Megastruktur, können uns, gut, wir müssen noch ein bisschen sparen, dann sparen wir. Okay, Kostengebäude, Treffer. Ja, pf, keine Ahnung. Machen wir das hier. Und hier gehen wir jetzt auf synthetische Anführer. Oha. Ne, wir machen jetzt das Habitat. Oh Gott. Ah ja, jetzt, wenn wir schon dabei sind, jetzt geht's voll ins Ab. Arbeitslosen Arbeiter. So, und dann würde ich sagen, dass wir hier die Bollwerke bauen. So, Moment, die Bollwerke und eben auch dann diese Schule. Also, Moment. Wir bauen, was bauen wir? Es fehlen 209. Es fehlen 9. Ah, die kosten also unterschiedlich. Okay, weil die interstellare Versammlung machen wir auch noch. Megaschiffswerft online. Oh mein Gott, die Megaschiffswerft ist jetzt vollständig funktional. Und kann Raumschiff in noch nie dagewesener Menge. Oh. Und die hat auch mal schon geschwind die Flotte hier fertig gemacht. Krass. Krass, Leute. Ja, und vielleicht machen wir auch dann tatsächlich schon die Vivisandia dann weg. Die sind ja jetzt uninteressant. Die können ja wirklich nichts mehr. Komm, Schadenträgergeschwad erhöhen wir auch noch. Jedenfalls, Leute, diese Runde jetzt, die Folge, die war jetzt ruhig. Die war jetzt entspannend, sag ich mal. Piratenstation überfallen. Gut, hat sich rentiert. Dann nehmen wir noch ein paar Ansprüche. Achso, nee. Wir nehmen keine Ansprüche. Weil wir ja sparen. Oh Gott. Leute, was für Flotten wir hier momentan auffahren können. Und wenn es dann hart auf hart kommt, dann werden die schon wieder zu klein sein. Ist ja klar. Aber so prinzipiell. Ja. Mega-Kunsteinrichtung. Klasse. Hier Flottenkapazität plus 20 erhöht. Sehr gut. Das machen wir auch. Ne, die Flottenkapazität. Doch, Flottenkapazität, ja. Das ist das, was wir möchten. Höh. Wo haben die jetzt auf einmal die starke? Das ist denen ihre Flotte. Dann würden wir vielleicht hier gucken, dass wir
dass wir rauskommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir den Kampf hier. Obwohl wir ja schon. Ne, die machen den dicken Schaden. Wir machen wenig Schaden. Noch 36 Tage bis Rückzug. Das schaffen wir nie. Ich möchte nur. Na. Ich wollte den Admiral nicht verlieren. Ah, gut. Oh, drei von vier Schlachtschiffen verloren. Tja, Leute. Das ist doch ein Job hier für unsere Megaschiffswerft, oder? Und hier können wir auch Juggernaut Titan. Können wir ja auch bauen. Dann bauen wir halt mal einen Juggernaut und einen Titan, oder? Warum denn nicht? Ja. So, bauen wir ein paar Schlachtschiffe. Ja, ja, klar. Das ist doch kein Problem. Einfach mal nur zum Spaß. Einfach nur, weil wir es können. Baut er immer noch. Da gibt's denn sowas. Okay, und jetzt haben wir fast keine Legierungen mehr. Und der baut immer noch. Schaut mal. Um Gottes Willen, der baut und baut und baut und baut. Er hört gar nicht mehr auf zu bauen. Junge, Junge, Junge. Ist ja böse. Gut. Also 400 Tage, da treffen wir uns. Altair und dann. Gehen wir hier. Moment, was haben die hier? Auf dem Planeten für Armeen. 424. Ja, sie sind halt auch nicht immer schwach. Ein bisschen was haben die schon auch zu bieten, so ist es nicht. Ne, ich hätte ganz gern diesen Krieg hier mal beendigt. Das muss ja eigentlich mal irgendwann machbar sein, dass der Krieg da zu Ende ist. Der kann ja nicht für immer gehen. Ja, und das sind halt schwache Sachen. Die haben ihre eine Flotte hier stehen. Und das war's. Ja, und wir haben halt ein bisschen mehr als eine Flotte stehen. Heftig, Leute. Jedenfalls, meine Lieben, ich hoffe. Ich hoffe, die Folge hat euch auch ein bisschen gefallen, Leute. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, schreibt einen Kommentar und drückt die Glocke, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Ihr wollt ja bestimmt keine Folge hier verpassen, kann ich mir nicht vorstellen. Jetzt, wo es noch dermaßen Fahrt aufnimmt und wir sie jetzt halt einfach wegmachen, die Gegner. Es wird so abartig, Leute. Noch die Schlacht kommt. Thema erledigt. Oh yes. Also, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.